eigentlich denkt man irgendwie mal so an diesen typischen Bauer. Ja. So, so ein, cool. Gerade wie er aus dem Norden, so diese grummeligen mit seiner Mistgabel. Ja, also stereotypisch würde ich sagen, kennt man den mit seinem Träger und in seiner Latzhose unterwegs. Aber ich glaube, dem Bild kommt man heute nicht mehr gerecht. Mittlerweile kenne ich aber schon die jungen Landwirte, die auch dann auf dem iPad sich genau die Routen zurechtlegen und alles auswerten, analysieren. Ich glaube, das ist nicht mehr so, wie man sich das einfach vorstellt. Also man sagt hier, glaube ich, auch gar nicht mehr Bauer. Sind Landwirte, stinknormale Menschen halt. Das sind halt ganz normale Leute, wie alle anderen auch. Doch, also auch. Ich kenne zum Beispiel jemanden, was heißt nur so, und der studiert das richtig. Ne? Es ist ja heutzutage, da kannst du ja schon, ich weiß nicht, wie nennt sich das jetzt, der studiert richtig die Landwirtschaft. Ne? Und da habe ich so gedacht, ja, ist schon so, damals war es einfach ein Landwirt, Bauer, ne? Und heutzutage studierst du es schon. Also gerade auch Milch und so, wenn man sich überlegt, was ein Liter Milch kostet, der kostet teilweise weniger als ein Liter Wasser. Verlangt endlich richtiges Geld für eure Milch etc. Und verschäbelt das nicht so für so wenig. Weil so, man holt sich das und im Endeffekt, also die Tiere werden garantiert nicht super gehalten, ne, wenn man das so in den Geschäften kauft. Ne? Und lieber zahle ich mehr und ich weiß, den Tieren ging es gut, als so ein Discounter-Fleisch zu kaufen. Was für Fragen würden Sie das stellen, wenn Sie rausfahren? Wie die Tiere gehalten werden. Was mit dem Erzeugnis passiert. Man sieht es halt in der Fleischtheke nicht, ne? Wie das Tier halt gehalten wurde, ja. Zig Hunderte von Schweinen und so. Ja, also es ist nicht mehr so dieses Freude, Friede, Eierkuchen, ne? Diese Massentierhaltung, das müsste man reduzieren. Ruhig mehr Geld nehmen. Das bleibt ja, wo soll der Bauer leben? Wovon? Dann kommt das nämlich bei raus, dass wir 10.000 Schweine haben auf einem Fleck. Also das ist ja widerlich, sowas. Zumal Landwirtschaft ja die Lebensgrundlage für uns alle darstellt und wir Landwirte eigentlich unterstützen müssen. Und gerade die ganze Auszeichnung mit Bio und was da draufsteht, ist das so immer wahrheitsgemäß? Wo können wir als Kunde sehen, auch wenn das irgendwo diese Produkte zur Auswahl stehen, dass das wirklich davon ist. Und da möchte ich eigentlich, dass die Landwirte oder die sich damit beschäftigen, das viel besser zum Ausdruck bringen, dass der Kunde da auch einen Einblick bekommt. Also mehr Werbung dafür. Hallo, ich bin Annika Ahlers. Hi, Frau Kennissen. Ich habe in Kiel Agrarwissenschaften studiert, an der Uni. Und nach dem Studium war ich zunächst 4 Jahre bei meinem Bruder auf dem Betrieb, auf dem wir heute sind. Ich bin ja auch junger Familienvater. Und wenn man zunächst im Supermarkt ist, ist man ja ein bisschen erschlagen vom Angebot. Und jetzt genaue Kriterien zu finden für sich selber, hat man jetzt zumindest die Möglichkeit. Wenn man hinten auf der Verpackung nachguckt, ist immer ein Siegel drauf, wer der Produzent ist. Und da erkennt man zum Beispiel, hinten ist dann erstmal die Nummer von der Molkerei und dann das Kürzel vom Bundesland. Also für Schleswig-Holstein wäre es halt SH. Dann kann man schon mal eingrenzen nach regionalen Möglichkeiten. Zweiter Punkt, was ich jetzt empfehlen würde, ist, dass man jetzt im Internet mal guckt, wo die nächsten Hoftankstellen sind. In Schleswig-Holstein haben wir knapp 30 Hoftankstellen. Und dort können wir direkt die Milch holen vom Landwirt. Also Transparenz ist ja ein wichtiges Thema. Und gerade jetzt mit dem Verbraucher, dass wir den Verbraucher auf unsere Höfe holen. Dann war so von dem Verbraucher der Wunsch, überhaupt zu wissen, wie werden Kühe gehalten, deren Milch ich nachher trinken kann. Ja, wir sind ja hier bei meinem Bruder auf dem Hof. Bei uns ist es so generell, wenn das Kalb geboren wird, wird es zunächst in Einzelboxen gehalten die erste Zeit. Damit es kein gegenseitiges Besaugen ist. Die bleiben 2 Wochen auf Stroh, kommen dann in Gruppenboxen. Ja, und die Kühe bei uns werden im Laufstall gehalten, also sie können sich frei bewegen. Gesellschaftlich hat sich das natürlich verändert. Der Begriff Massentierhaltung hat ja immer gleich was Negatives an sich. Ne? Die Frage ist ja immer, was ist eine Masse? 2 Tiere sind ja auch schon eine Masse. Eine Frau meinte dann ganz überrascht, dass man früher ja quasi Bauer war und jetzt heißt es ja nicht mehr Bauer, sondern Landwirt und heutzutage kann man sogar Bauer studieren. Ja, es gibt ja halt ein typisches Bild,
gibt es nicht mehr vom Landwirt. Also die Landwirte sind auch noch immer zum Festival, zum Hurricane, zum Wacken. Ja, ganz normale Menschen, wie du und ich. Also schlussendlich, man muss Tierarzt sein, man muss ja, Berater sein, man muss sich mit Technik auskennen. Also die Anforderungen werden immer größer. Der Weg aus der Stadt raus aufs Land ist ja verbunden mit Schwierigkeiten. Also mir ist es ganz wichtig, dass es vorangeht, dass wir auch die Städte erreichen.